Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um Netzwerksicherheit, genauer gesagt um WLAN-Passwörter. Und zwar will ich euch zeigen, wie schnell und einfach das ist oder sein kann, diese Kennwörter ja herauszubekommen einfach. Wenn man Glück hat, hat man das in 2, 3 Minuten raus. Ja, dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie stark die Verschlüsselung ist oder das Kennwort selbst. Ja, das kann noch so stark sein. Bei dieser Methode hier spielt das, wie gesagt, keine Rolle. Bevor ich hier loslege, möchte ich aber vielleicht nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Video hier ja nur zum Lernzwecke oder Informationszwecke dienen soll, ja. Genau, ich habe jetzt hier eine Linux-Maschine und starte, rufe mir einfach eine Konsole hier, ein Terminal auf, ja. Ja, das Tool, was wir brauchen oder was ich jetzt brauche, Fluxion, das habe ich mir vorher schon hier heruntergeladen und installiert. Es gibt hier ein vorgefertigtes Skript, was ich jetzt starte. Das ist wirklich sehr einfach zu bedienen, ja. Zack und Enter. Jetzt wird hier nochmal überprüft alles. Eine kleine, ob alle Tools da sind. Eine kleine Warnung hier. Dann sieht es hier so aus. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Sprache auszuwählen. Ja, ich nehme mal die 2 für Deutsch. Das wird jetzt geladen. Jetzt können wir hier auswählen, auf welche Kanäle wir ja, scannen möchten, ob ein bestimmter Kanal oder auf alle einfach. Ich wähle hier mal die 1 für alle Kanäle, ja, und drücke Enter einfach. Jetzt startet hier dieses Wi-Fi-Monitor, das, ja, dieses Monitoring. Das wird jetzt nach alle WLAN Netzwerke Access Points hier gescannt. Das brauchen wir jetzt. Das können wir jetzt ja einfach wieder unterbrechen. Jetzt haben wir ja ein paar hier. Ich unterbreche das mal und jetzt haben wir hier eine Liste ja mit alle Access Points hier in der Gegend. Alles, was hier mit rot ist, beziehungsweise genau, was hier ein Sternchen davor hat, das bedeutet, dass, ach genau, hier steht ja auch, das sind ja mit aktiver Nutzer, also das bedeutet, dass jetzt hier mit dem Access Point hier jemand aktiv ist, verbunden und wahrscheinlich im Internet surft. Wie wir hier sehen können, vielleicht eine kleine Klammer an der Stelle, wenn das der Name hier, die SSID vom WLAN nicht angezeigt wird, ja, wenn das Access Point so eingestellt ist, das ist nicht wirklich, ja, irgendwie ein Sicherheitsplus, ja, das wird hier trotzdem angezeigt und gescannt, nur halt ohne Name. Das jetzt nur so nebenbei. Hier ist mein Google.com, das ist mein Access Point hier, was ich jetzt auswähle hier zum Testen. Hier ist Verschlüsselung, genau. Das ist jetzt die 17. Wir wählen jetzt hier einfach 17. Hier wählen wir genau unser Angriffsziel aus. Und zack, jetzt haben wir hier die ja, Infos über unsere Access Point hier. Jetzt wählen wir die Angriffsmethode aus und zwar nehmen wir hier die 1. Fake Access Point. Ja, das ist das, was hier auch empfohlen wird. Was ich vorhin gesagt habe, dass wir jetzt keine Brute Force Attacke, also die Verschlüsselung und die Stärke des Kennwortes spielt keine Rolle, denn wir werden uns jetzt ein Fake Access Point erstellen und uns dazwischen funken, ja, und den Client ja, vorgaukeln, dass wir das richtige Access Point sind. Und wir werden ihm einfach dazu bringen, dass er das Kennwort noch einmal eingibt, ja, und dass wir das dann, ja, das Kennwort sehen. Also er sagt uns sozusagen das Kennwort selbst.
Jetzt brauchen wir hier Handshake Location. Okay, das kann jetzt so bleiben. Wir brauchen jetzt den Handshake. Das kann Standard bleiben. Jetzt starten wir hier Aircrack NG1 und Enter. Genau, jetzt brauchen wir dieses Handshake hier. Wir werden jetzt die 1 hier auswählen. Das bedeutet, alle Clients, die jetzt verbunden sind mit dem ausgewählten Access Point, was wir vorhin ausgewählt haben, die werden jetzt getrennt. Ja, die Verbindung wird getrennt und sie werden sich immer wieder versuchen zu verbinden, so dass wir dieses Handshake jetzt hier rausbekommen. Wir werden das ja gleich sehen. Vielleicht, klar, ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt hier mein Smartphone, hier genau, das hier mit dem Access Point verbunden ist. Ja, man sieht hier, vielleicht machen wir das ein bisschen kleiner, auch damit man sieht, was auch auf der, ja, Client-Seite passiert. Ja. Okay, ja, ich denke, so, ich drücke jetzt mal Enter, ich starte jetzt mal die Attacke, ja, sozusagen, das startet jetzt hier. Hier sehen wir Sending the Out to Broadcast, ja, also dass alle Clients, wir sehen jetzt hier, ja, Authentifizierungsfehler aufgetreten, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt keine Verbindung mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis unsere, jetzt wird immer wieder, das ist jetzt, ja, die Attacke läuft hier. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis hier bis wir unsere Handshake haben. Irgendwie dauert das doch ein bisschen. Das sollte hier oben erscheinen irgendwo. Ja, ich hoffe, dass wir machen jetzt nochmal verbinden. Genau, das ist er. Zack, jetzt haben wir unsere Handshake hier. Wenn wir hier abbrechen. Jetzt können wir hier einfach die Attacke stoppen. Zack. Ja, jetzt sieht man, jetzt ist wieder unsere Handshake. Okay, das können wir jetzt, glaube ich, auch schließen. Genau. Und überprüfen den Handshake mit der 1 hier. Zack. Jetzt können wir uns aber eigentlich ja schon wieder verbinden. Normalerweise, genau, jetzt funktioniert es auch wieder, ja, die Attacke läuft jetzt nicht mehr. Hier werden wir uns hier ein, ja, ein SSL-Zertifikat erzeugen, damit das ein bisschen echter aussieht. Ich mache mal jetzt die 1, zack. Und zwar hier wählen wir eine Strategie aus. Die 1 nehmen wir wieder für Web-Interface. Ja, wir werden ihm jetzt nochmal trennen, hier den Client. Und dann so, als ob die Seite der Access Point nochmal nach der hier nach dem Passwort verlangt. Ich mache mal die 1. Jetzt können wir nochmal die Sprache hier auswählen. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit. Hier sind noch ein paar sozusagen so Fake-Seiten von Backlink, Netgear oder Vodafone. Ja, also wenn man weiß jetzt genau, mit wem man zum Beispiel zu tun hat, dann kann man das hier auswählen. Dann erscheint hier auf der Client-Seite zum Beispiel die Seite, das so aussieht wie von Vodafone Access Point. Das ist jetzt aber Spanisch hier. Egal. Ich nehme mal jetzt die 2 für Deutsch wieder. Und jetzt startet unser Fake Access Point hier. Zack, ist schon gestartet. Und hier sehen wir, das ist schon hier erschienen. Und das wird hier getrennt, der richtige. Und mit dem unser Fake Access Point verbunden. Wir sehen das natürlich hier daran ganz deutlich, wenn wir darauf achten, dass hier der richtige hat ein Schloss und der Fake hat kein Schloss, ja. Und jetzt müssen wir haben jetzt kein Internet hier. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns nochmal verbinden hier. Das wäre jetzt zum Beispiel, zack, das wäre die Webseite hier, die Login-Seite wäre jetzt. Ja, das ist jetzt aber hier
hier auf unserem Server hier, das ist unser Fake Access Point, das sieht dann so aus. Und jetzt werden wir einfach aufgefordert, das Kennwort, das WLAN-Kennwort nochmal einzutippen. Ich gebe mal, das war jetzt zum Beispiel bei mir, Ausrufezeichen, Dollarzeichen, my Passwort, 321, Ausrufezeichen, Dollarzeichen. Ich habe jetzt, ja, so ein Passwort gewählt, damit man sieht auch, also ich habe jetzt hier wirklich alles dabei, also kleinen Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, ja, ist ein ziemlich starkes Passwort. Jetzt sehen wir, wir sind hier verbunden. Die Verbindung wird in wenigen Minuten, in Sekunden wiederhergestellt. Das scheint jetzt auf der Client-Seite hier. Und jetzt sind wir schon wieder verbunden. Genau, hier haben wir schon die Meldung, dass das Passwort hier gespeichert wurde. Wir können das jetzt an der Stelle alles hier unterbrechen. Hier. Zack, schließen alles. Ich gehe mal komplett raus hier und hier. Ach so, aber hier sieht man auch schon, hier wird auch direkt angezeigt, sehe ich gerade, Key Found. Ja, das ist mein Passwort hier. Wenn ich jetzt hier das schließe, den Terminal, und gehe dann hier in mein Home-Verzeichnis, dann habe ich hier Passlogs. Hier, das ist jetzt hier google.com Passwort Text. Wenn ich mir die Textdatei hier aufmache, dann habe ich hier wirklich alle Infos hier über mein Access Point hier inklusive Passwort. Ja, genau, das war es eigentlich auch schon alles. Jetzt haben wir das Passwort, was wir brauchen. Jetzt können wir uns hier ganz normal anmelden. Bei Client hier geht es nicht weiter. Der wird jetzt hier irgendwie nochmal rausgehen. Ich schließe das jetzt und sich nochmal verbinden halt. Ja, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Das war es eigentlich auch schon alles. Wie ihr, ja, ihr seht, das ist gar nicht wirklich schwer und kompliziert. Und muss auch nicht lange dauern. Ich hoffe, dass es für euch interessant war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Abo, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Darüber freue ich mich natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal.